Hi Leute, was sucht ihr hier? Solltet ihr nicht bei Abby sein? Abby, also mir haben sie gesagt, dass Abby heute eine Kochshow macht und dass ich nicht dran bin. Also Leute, los, geht zu Abby! Die Kochshow! Ich zieh mich nur schnell um. Ich zieh mich jetzt schnell um. So, die Kochshow kann beginnen. Also, nochmal, herzlich willkommen. Heute kochen wir was Schönes. Nämlich Schokokuchen. Ich weiß, viele haben schon Schokokuchen gemacht. Aber ich dachte, lass uns doch mal das für den Anfang doch auch mal Schokokuchen machen. Das nächste Mal machen wir Erdbeerkuchen, aber jetzt machen wir Schokokuchen. So, also, erstmal, was ihr dazu braucht. Ihr braucht einen Ofen, eine Küchenlage, also hier habe ich die Manfredküche, einen Löffel, eine Schüssel, um alles umzurühren, Eier. Die leckersten Eier sind die Monster-Eier. Hier seht ihr dieses Blümchen. Dann braucht ihr noch Mehl, Kakao, Mehl und Zucker. So, jetzt sind alle Zutaten da und wir können anfangen zu backen. Als erstes vermischt ihr alles zusammen, also es bedeutet, aber das könnt ihr euch bestimmt schon denken, das Mehl erstmal in die Schüssel zu geben. Also, natürlich ein bisschen mehr, aber... So, ich habe jetzt diese Flasche reingetan und ja, jetzt tun wir noch ein bisschen Kakao rein. Also, was heißt ein bisschen? Das ist ein Schokoladekuchen, also ein bisschen mehr. So, wenn ihr das gemacht habt, dann rührt ihr erstmal mit dem Löffel das Mehl und das Kakao. So, jetzt tut ihr euer Zucker rein. So, das müsst ihr auch noch verrühren. Also das Zucker, Mehl und Kakao. Und jetzt tut ihr noch Milch rein. Oh, also am besten wäre es erstmal, wenn ihr erstmal die Eier reinmacht und dann die Milch. So, wie ihr seht, ist alles vermischt. Die Hände sehen auch schon dreckig aus. Aber alles Mehl ist leer und es ist noch sehr flüssig. Hier ist es sehr flüssig. Es sollte zu einem richtig harten Teig werden und deswegen nehme ich jetzt noch ein bisschen Mehl in meine Schüssel und dann mache ich das noch fester. So, ich habe jetzt mehr Mehl und das tue ich jetzt noch hier rein. So, der Teig ist fertig. Der Teig sollte so sein, wie er sein sollte. Und ja, jetzt tut ihr ihn in den Ofen. Und wie ihr seht, sieht die Arbeitsfläche sehr dreckig aus. Ding! Oh, der Kuchen ist fertig. Erstmal hole ich den Handschuh. Es bleibt mir keine Zeit mehr, deswegen muss ich euch Tschüss sagen. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Kochtutorial. Tschüss!